Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Borderlands als Spielereihe feiert ihren 10. Geburtstag. Und zur Feier für ihren 10. Geburtstag werden wir Spiele belohnt. Ich verlinke euch den Newsartikel von der offiziellen Webseite borderlands.com auch mal, damit ihr zur Not, ich sag mal, auch nachschauen könnt. Ich werde das Ganze etwas abkürzen und zwar zeige ich euch das hier. Die Anniversary Celebration. Das ist einmal dieses Bild. Aktuell, 1. bis 7. Oktober, gibt es Bonus-Boss-Loot. Die meisten Bosse haben eine Chance, nicht nur legendären Loot zu droppen, sondern erhöhte Chance auf ein bestimmtes Item. Woche 2 wird ein Rare Spawn Hunt, also seltene Spawn-Jagd. Ich weiß nicht, ob sie da die Gegner, die bereits seltene Spawns sind, erhöhen oder ob sie neue Gegner hinzufügen. Nobody knows, es ist Gearbox, die haben immer Überraschungen im Ärmel. Show Me the Iridium ist Woche 3, 15. bis 21. Oktober. Ich glaube, das hier ist die uninteressanteste Woche für die meisten Spieler, die Level 50 sind. Aber trotzdem einfach mal alles an Iridium einstecken. Man weiß nie, was in dem DLC droppen wird, denn das DLC wird auch zwischen Mitte bis Ende Oktober droppen. Ja, das Bloody Harvest DLC. Das heißt, zwischen dem 15. und dem 31. Oktober besteht auch noch die Chance, dass das DLC halt droppt. Das heißt, ja, ich bin mal gespannt, wann das droppt, wann die Ankündigung kommt. In der 4. Woche, 22. bis 28. Oktober, ist Mayhem on Twitch. Das bedeutet, die haben Turniere im Chaos-Modus auf Twitch. Da geht es größtenteils um 50.000 Dollar Preisgeld. Also vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, deshalb habe ich den Artikel auch mal verlinkt. Ja, und am 29. bis zum 4. November, also ein paar Tage, Spooky Surprise, beziehungsweise ist auch eine ganze Woche. Spooky Surprise. Ich weiß nicht, ob es das DLC sein soll, oder ob sie halt dafür die ganze Map quasi Halloween-Dekoration versetzen. I don't know. Ich schätz eher, dass das DLC zwischen Woche 3 und 4 droppt, beziehungsweise in der 4. Woche, aber mal gespannt. Also das ist auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen und verdammt nice, weil einfach niemand davon wusste. Was bringt euch diese Bossbeute, die jetzt bis zum 8. Oktober, also 7 Tage lang noch inklusive, aktiv ist? Der Boss Mouthpiece hat eine erhöhte Chance, eine Gatling Gun fallen zu lassen. Killer Volt hat eine erhöhte Chance, eine Brainstormer fallen zu lassen. Witzig, weil die Brainstormer ja eigentlich die Mouthpiece-Waffe ist, oder? Gigahörn hat die Chance, Nagata fallen zu lassen. Die Granaten. Katagawa Ball hat eine erhöhte Chance, eine Rectifier fallen zu lassen. Habe ich gerade nicht auswendig im Kopf. Katagawa selbst, also leider der nervige, nicht der Katagawa Ball, hat eine erhöhte Chance, legendäre Class-Mods für alle Kammerjäger fallen zu lassen. Wow, das hätte ich gebrauchen können, als ich mir meinen Class-Mod für meine Mouse gefarmt habe. Habe ich echt tagelang gefarmt. Aber ey, cool. Katagawa hat eine erhöhte Chance, einen Class-Mod zu droppen. Das bedeutet, farmt am besten alle Class-Mods und bunkert jedes Class-Mod mindestens einmal auf der Bank. Der Wüter hat eine Chance, eine Killow the Wisp fallen zu lassen. Ich glaube, den Wüter wird niemand abfarmen, so oft wie Killow the Wisp droppt. Die Wache hat eine Chance, eine Echo fallen zu lassen. Genevieve hat eine erhöhte Chance, eine 10 Gallon fallen zu lassen. Aurelia hat eine erhöhte Chance, eine Creeping Death fallen zu lassen. Die Grabwache kann die Ear Maggot droppen. Pain und Terror haben eine erhöhte Chance, legendäre Class Mods für alle Kammerjäger zu droppen. Okay, also ihr könnt für Class Mods Katagawa, den nervigen, springenden Bosskampf machen, oder ihr könnt für Class Mods Pain und Terror machen, was halt echt geschenkt ist, ne? Weil der Agonizer 9000, der bewegt sich halt einfach nicht. Er dreht sich nur im Kreis. Also, ich glaube, Katagawa wird auch nicht so oft gekillt. Troy hat eine erhöhte Chance, einen Nova Burner zu droppen, und Tyreen hat eine erhöhte Chance, eine Bitch zu droppen. Also das, Gearbox, ihr Schweine, das ist ja mal geil. Tyreen hat eine erhöhte Chance, eine Bitch fallen zu lassen. Das ist geil. Okay. Also, ich habe euch, wie gesagt, das hier jetzt mal verlinkt. Bosswoche ist jetzt schon aktiv. Das wurde gestern relativ spät veröffentlicht. Hier steht noch 1. Oktober. Es ist allerdings aktiv bis zum 8. Oktober um 18 Uhr. Das heißt, ihr habt noch eine schöne, volle Woche, die Bosse abzufarmen.
Sehr, sehr schön. Ich habe euch die Liste der Boss-Drops auch mal unten in die Kommentare gepackt. In die Beschreibung, tut mir leid. Also, wie gesagt, zur Not, alles ist unten verlinkt. Happy Hunting!